Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Angezockt. Ich war ja eine Weile krank und wegen Ferien ist es halt gerade ein bisschen schwierig. Aber wir wollen jetzt mal Exo Primal anzocken, ich bin schon recht heiß drauf. Weil so die Vorwerbung und so, die sah ganz interessant aus, Dinos. So wie bei Dino Crisis. Dann Anzüge wie bei Anthem. Das sah nach einer sehr guten Mischung aus. Ihr seht auch mein Video nicht. Also mich nicht, weil es hat HDR. Also nehme ich auch in 4K HDR auf. Und es geht halt nur ohne Videokamera. Achso, hier war ich ja. Das ist ja der Anfang. Wir wollen wissen, wie du klarkommst. Willkommen bei der Exofighter-Eignungsprüfung. Wir gehen die Operation von Exosuit Version 932, Dead Eye, nochmal durch. Achte auf die Wächter. Vergiss nicht zu lächeln. So, hier gehen wir noch bei den Einstellungen. KI-Stimme Deutsch, Sprache Deutsch. Controller, Video, Ton. Musik mal ein bisschen weniger, nicht, dass es hier wieder Exo-Stimme. Das lassen wir alles laut, Story laut, Voice, Mikrofon aus, Voice Chat auch aus. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ja, das kann man alles später einstellen. Heimkino. Nee, lassen wir Heimkino. Hab ja 5.1 Kopfhörer. Vergiss nicht zu lächeln. 3D-Audio ein. Hat er das jetzt auch übernommen? Ja. Achte auf die Wächter. Vergiss nicht zu lächeln. Kamera starten. Moving to Marker 1. Moving to Marker 1. Nun hierher. Bitte versuche dich nun zum angegebenen Zielort zu begeben. Behalte deinen Kurs über und über Hindernisse herum bei. Schieße auf das Ziel. Bewege dich in die rechten Spuren. Bitte konzentriere das Feuer auf die weiter entfernten Ziele. Bitte benutze Sprinten, um schneller zum nächsten Bereich zu kommen. Wo ist er denn, der nächste Bereich? Glückwunsch! Du nimmst an einer Schießübung mit scharfer Munition teil. Bitte wähle das Modell Dead Eye aus. Die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Bereitgestellt. Machst du Dinosaurier? Jeder einzelne Ideus-Exosuit hat besondere Fähigkeiten. Der Dead-Eye-Exosuit benutzt seine Gewehrgranaten für gewaltige Fernexplosionen. Neue Ziele werden bereitgestellt. Aktiviere Gewehrgranate, um große Gruppen von Raptoren zu vernichten. Manchmal findest du als kleines Dankeschön nützliche Fertigungschips in den Missionen. Hol dir schnellstmöglich den Chip. Na los! Mit den Fertigungschips kannst du äußerst nützliche Fertigungsgegenstände platzieren. Bitte platziere eine Mauer an der angegebenen Stelle. Mauern stoppen feindliche Angriffe, lassen verbündete Angriffe aber durch. Neue Ziele werden bereitgestellt. Exosuits haben starke Overdrive-Fähigkeiten. Schieße Dead Eyes Clustersalve durchs Gemäuer und erledige die Raptoren. Der Landschirm ist abgestoppt. Wechsle Exosuits mit der Option Anzugwechsel.
Wechsel zum Modell Rotblock. Ach so. Disengaging. Kann er doch in der Mission ändern, oder was? Dem Modell Rotblock steht ein hochmodernes Schild zur Verfügung. Eliminiere Ziele mit deinen Standardangriffen. Aktiviere die Fähigkeit Hohn und der Dinosaurier fokussiert sich auf dich. Aktiviere jetzt Hohn. Benutze deine ballistische Mauer gegen die Raptoren. Heute nicht meine Freunde. Schildschlag wirft Feinde vor Rotblock zurück. Das ist innovativ. Roadblock Training erfolgreich abgeschlossen. Bricks steigern deine Fähigkeiten und bedeuten weniger Kopfschmerzen. Das Kanonenrig ist ideal, wenn du einen weitreichenden Laser brauchst. Neue Ziele werden vorbereitet. Eliminiere Ziele mit dem Kanonenrig. Ich mach mal hier das alles noch ein bisschen runter. Weil die KI-Stimme, finde ich, die ist manchmal etwas zu leise. Na komm. Eliminiere Ziele mit dem Kanonenrig. Musik. Exo-Stimme, Story-Stimme. Eliminiere Ziele mit dem Kanonenrig. One shield coming up! Wenn du überleben willst, solltest du deine Ausrüstung dementsprechend anpassen. Wechsle jetzt zum Modell des Witch-Doktors. You got it, pal! Das Modell des Witch-Doktors ist etwas für echte Teamspieler. Ein Anzug, der saubere Ziele lähmen kann. Willst du es einmal versuchen? Benutze Lähmung, um die Ziele zu stoppen. Aus Witch-Doktors Reparaturfeld kommt ein Strahl, der Verbündete heilt und repariert. Aktiviere jetzt das Reparaturfeld. Repariere deinen Verbündeten mit Füttern. Der Dominator ist das Neueste in Sachen Dinosaurierkontrolle. Mit dem Dominator kannst du Dinosaurier im Kampf steuern. Rüste jetzt deinen Dominator aus. Aktiviere deinen Dominator und rufe einen Carnotaurus herbei. Nutze diese biologische Waffe voll aus und zerstöre die Anzugattrappen. Steuert ja aber scheiße. Abschlussprüfung abgeschlossen. Bitte warte, bis deine Punkte ermittelt sind. Sieht so aus, als hättest du das Nötige können. Kehre jetzt zum Interviewer zurück und warte auf Instruktionen. Charakter habe ich schon erstellt, wie ihr seht. Exemplary. Congratulations. You are now a member of the Ibis family. As a new exo fighter,
Wieso ist das jetzt wieder auf Englisch? Also der Typ ist, der Roboter mit dem Quatsch ist deutsch. Und das ist alles in Englisch. Also das ist unverständlich. Ich werde mal einstellen, mal gucken, vielleicht habe ich was verstellt, aber eigentlich nicht, oder? Hey there, Hardcase. Nö, Deutsch, Deutsch. Die nächste Kriegsspielinstanz mit angeheuerten Exofighter. Mache dich für eine Initialisierung bereit. Nearly hired, eh? Oh, good luck to you, Rookie. Dimensionaler Transport eingeleitet. Oh, yeah. Teams of firefighting these war games, you know? I mean, we aren't the only nut jobs risking our hides. Ready to win? Der Tod nähert sich. Auftretung starker Herzbelastung möglich. Folge mir für ein zufriedenstellendes Kriegsspiel. It ain't kidding either. Do just as it says, and you'll be fine. If you want to survive, you better complete the assignment. Exofighter folgt dem Wächter. Dinosaurierjagdmission wird initiiert. Kampfbereich wird vorbereitet. Neue Ziele werden bereitgestellt. Greife die Raptoren an und eliminiere sie. Shower them with lead and put them to bed. Warnung, Gefahr erkannt, dass du umzingelt wirst. Listen up, Hardcase. It's either kill or be killed out here. Don't want to end up Dino Chow, do you? Bring out! Still breathing. Not bad. Mache dich auf und begib dich zum nächsten Ziel. Let me fill you in on a neat little trick. You can view mission info by bringing up help navigation. Use this when you're in a pinch. Neue Ziele wurden bereitgestellt. Greife die Pteranodons an und eliminiere sie. Ah, Pteranodons. Keep your eyes on the sky. One shield coming up. Those dickheads have done Zephyri. Go over there and give them a recall. Kids have done Zephyri. Go over there and give them a recall. You're not going anywhere. Back it up. Remember, if you see an ally down, go help them. Zweites Ziel erfüllt. Deine Arbeit hat wertvolle Bodenluftkampfdaten geliefert. You're getting pretty good at this. Keep it up. Begib dich zum nächsten Ziel. You catching on yet? Leviathan runs these war games and pulls hundreds, thousands of exofighters from other dimensions right here to beautiful Bikoto Island. And that includes you and me, Hardcase. Folge der Linie und nimm an der Mission teil. Triceratops an und eliminiere ihn. Now that's a big one. If you don't want another hole, then don't get in front of that thing. Play it safe.
All right, roadblock. Stop it in its tracks. It's up! Good. Now hit him with your overdrive. Das sind wundervolle Kampfdaten für solch große Dinosaurier. Looking good over there. Teamwork pays off, eh? Exofighter, bitte begibt euch zum nächsten Ziel. Not sure if you've noticed, but it's the year 2040. We were on Bigotoa Island the day the Stratovator came down. Ich kann nicht schnell rennen jetzt. Das ist nervig. Nach der Mission musst du erstmal hier warten. Ich kann bis jetzt noch nicht schnell rennen. Over and over and over. I'm sure you've got questions, so listen up. We're going to be sent back to our dimensions when this war game's done. You might have seen a corpse on the ground before Leviathan yanked you. Those bones are wrapped around a device. Scoop it up and connect it to your carrier. Jetzt kann ich erst wieder schnell. Also, das müssen sie abschaffen. Das ist ja richtig nervig. Dass du dir das Sabbel immer anhören musst, dass du nicht gleich zur nächsten Mission weiter und so. Deine Daten werden ausgewertet und aktualisiert. Sehr gut. Du bist außergewöhnlich. Dankeschön. Stell dich dieser außergewöhnlichen Bedrohung. Neues Ziel wird bereitgestellt. Greife den gefährlichen T-Rex an und eliminiere ihn. Leviathan's gotta be taking the piss. It's your first day on the job and we're up against one of those. Zephyr's trash! Shit! Traeger! Roadblock's done for too. Thank you. Ich hatte dabei protokolliert und zeitliche Instanz läuft aus. Habt einen tollen Tag. Another dinosaur. Das hustle. Ich hatte eigentlich ein anderes Gesicht ausgewählt. Hey, like this. For luck. See you around, mate. Das verstehe ich nicht. Der Roboter quatscht mit uns in Deutsch, Untertitel Deutsch. In den Videosequenzen ist es Englisch. Also das ist... What is in this thing? Tequila, creme de menthe, and my secret ingredient, Scotch bonnet peppers. Oh. Da muss ich mal googeln, okay. Ob das ein Bug ist oder ob das beabsichtigt ist. Here we go. One. Two. Ich kann doch Deutsch einstellen. Ich habe doch alles auf Deutsch eingestellt. Four. Just. Okay. I definitely got it. No response on all radio. Welcome back, Ace. How may I assist you? Okay, ist meine Basis. Hier mal starten. Partys. Was haben wir denn?
Premium Rang. Kosmetik. Hier kaufen. Achso, den wollen wir nicht. Anfragen, Besucher, offizielle Website, aktuell. Dann lassen Fehler melden, Fragen. Okay, also da müsste ich dann halt melden, aber da muss ich erstmal gucken. Ja, das kann doch nicht sein, dass der Roboter mit mir auf Deutsch quatscht in der Mission und einen deutschen Untertitel habe ich ja auch und die quatschen ja alle Englisch. Also das ist ja dann nicht konsequent durchgedacht, denke ich mal. Zufällig PvP, PvE. Also ein bisschen schnell mit dem Analogstick. Alle noch Schloss, kann ich nichts machen. Anpassung, also Skin. Oh, der sieht ja geil aus hier, Schwarz-Gold. 9000 kostet der. Ist ja heftig. Survival Pass. And here I thought you were dead. Ah, okay, wie Battle Pass. Nehmen wir mal den Weißen hier. Ausrüsten. Waffenskins. Habe ich natürlich nichts. Aufkleber. Oh, überall Street Fighter ran hier. Vielleicht gibt es ja dafür auch schon wieder irgendwie eine Trophäe.
viele kosmetische Eigenschaften hier. Done to my baby. Rufen wollen würde ich jetzt nicht. Anpassung. Was haben wir denn hier noch? Oh ja, das sieht gut aus. Oh, der sieht aber auch geil aus, Schädel. Also Skins haben sie schon ein paar richtig coole mit bei, muss man sagen. Der fällt mir schwarz. Dunkler Held sieht aber auch geil aus mit schwarz-rot. Phoenix. Militärakademie, ja, gut. Oh, machen wir mal zufällig hier. Noch keine Reviews oder allgemein dazu angeguckt, wie den anderen das Spiel fällt. Schön lange Ladezeiten.
für Next Gen. Ich kann nur gerade nichts drücken. Jetzt geht's. Willkommen im Kriegsspiel, Exofighter. Ich bin die hochentwickelte künstliche Intelligenz Leviathan. Ich brauche alle Exofichter für die Teilnahme an Kampfübungen. Dies ist ein kompetitives Szenario mit zwei Teams. Das Team auf der anderen Seite ist das gegnerische Team. Das Team, das auf der anderen Seite ist das gegnerische Team. Gewinnt. Das Siegerteam ist berechtigt, weiterzuleben. Daten weisen darauf hin, dass Menschen ihre Leistung durch Wettkämpfe verbessern. Kämpft um den Sieg, kämpft ums Überleben. Kämpft für die Forschung. Bereitet euch auf eine interdimensionale Reise und den Kampf vor. Die Kriegsspiele bieten einzigartige Gelegenheiten zu persönlicher Entwicklung. Aha, okay. Ich habe dich herbeigerufen, um einen Dinosaurierschwarm zu bekämpfen. Die Dinosaurier, die ich in dieses Kriegsspiel bringe, sind besonders grausam. Warnung! Der Tod ist bei dieser Übung praktisch sicher. Folge dem Wächter. Ihr nehmt jetzt an einem Dinosaurierkampf des Teil. Exofighter, folgt dem Wächter. Dinosaurierjagdmission wird initiiert. Kampfbereich wird vorbereitet. Herbeigerufen. Dinosaurierjagd abgeschlossen. Dein Team schließt Ziele schneller als das gegnerische Team ab. Folge dem Wächter. Auf zur nächsten Mission. Jetzt ist es nicht mehr so lahm, dass du halt ewig auf Quatsch abonnieren musst. Initiiert. Kampfbereich wird vorbereitet. Raptoren herbeigerufen. Tetranodons herbeigerufen. Raptoren herbeigerufen. Tetranodons herbeigerufen. Raptoren herbeigerufen. Dinosaurierjagd abgeschlossen. Auf zur nächsten Mission. Folge die Anweisungen des Wächters. Folge dem Wächter. Auf zur nächsten Mission. Dinosaurierjagdmission wird initiiert. Kampfbereich wird vorbereitet. Tetranodons herbeigerufen. Raptoren herbeigerufen. Nein, Hilfe! Tetranodons herbeigerufen. Raptoren herbeigerufen. Dinosaurierjagd abgeschlossen. Dein Team schließt Ziele schneller als das gegnerische Team ab.
Dinosaurierjagdmission wird initiiert. Kampfbereich wird vorbereitet. Verbindungsdinosaurier herbeigerufen. Raptoren herbeigerufen. Keep that up. Raptoren herbeigerufen. Dinosaurierjagd abgeschlossen. Dein Team schließt Ziele schneller als das gegnerische Team ab. Folge dem Wächter. Auf zur nächsten Mission. Dinosaurierjagdmission wird initiiert. Kampfbereich wird vorbereitet. Tyrannosaurier herbeigerufen. Tetranodons herbeigerufen. Raptoren herbeigerufen. Tetranodons herbeigerufen. Charging systems. Dinosaurierjagd abgeschlossen. Dein Team schließt Ziele langsamer als das gegnerische Team ab. Oh, langsamer. Vorher waren wir schneller. Dinosaurierjagdmission wird initiiert. Kampfbereich wird vorbereitet. Ein Triceratops herbeigerufen. Das gegnerische Team hat die letzte Mission erreicht. Handle schnell, um die Leistungslücke zu schließen. Dinosaurierjagd abgeschlossen. Dein Team schließt Ziele langsamer als das gegnerische Team ab. Wir waren aber schneller. Die anderen haben gerade mal die letzte Mission angefangen. Achtung, es folgt die letzte Mission. Bereitet euch auf eine interdimensionale Reise und den Kampf vor. In der letzten Mission geht es um den Datentransport. Bist du nahe am Datenwürfel, bewegt er sich. Eskortiere ihn zum Ziel. Ist der Datenwürfel zerstört, bleibe in der Nähe, um ihn zu reparieren. Glückwunsch! Nimm den Kampf mit den Gegnern auf. Eine abgeschlossene Mission ist das Vergnügen eines jeden Exofighters. Raptoren herbeigerufen. Fortschritt des gegnerischen Datenwürfels 20%. Tetranodons herbeigerufen. Ein Dominator wurde für dein Team erschaffen. Übernehme den Dominator einen Dinosaurier und greife die Gegner an. Fortschritt der Eskorte 20%. Habe dem Gegner einen Dominator bereitgestellt. Er kann mit einem feindlichen Dinosaurier einfallen. Fortschritt des gegnerischen Datenwürfels 40%. Eskortiere den Datenwürfel in der Nähe, um die Mission abzuschließen. Tetranodons herbeigerufen. Gegnerisches Team aktiviert einen Dominator. Kontrollierter Dinosaurier der Gegner im Anmarsch.
Zerstörung hat oberste Priorität. Fortschritt der Ressource 40%. Nutze diesen einzigartigen Vorteil und besiege die Feinde. Das gegnerische Team ist in der Offensive. Schlage zurück. Fortschritt des gegnerischen Datenwürfels beträgt 60%. Raptoren herbeigerufen. Deine Verbündeten sind nahe der Gegner in der Offensive. Tetranodons herbeigerufen. Raptoren herbeigerufen. Tetranodons herbeigerufen. Fortschritt der Eskorte 60%. Fortschritt des gegnerischen Datenwürfels beträgt 80%. Raptoren herbeigerufen. Der Sieg der Gegner ist nah. Demonstriere deine Fertigkeiten, um eine Niederlage abzuwenden. Der gegnerische Datenwürfel hat einen Fortschritt von 90% erreicht. Gegnerische Exofighter direkt angreifen. Fortschritt der Eskorte 80%. Ein ausgeglichener Kampf. Scheiße, ich bin gefallen. Datenwürfel hat das Ziel erreicht. Vorbereitungen für den Lufttransfer des Datenwürfels werden gestartet. Schnellere Vorbereitung der verbündeten Exofighter in der Nähe des Datenwürfels. Setze die Eskorte des Datenwürfels fort. Datenwürfeltransfervorbereitung 60% abgeschlossen. Lufttransfer wird bald initiiert. Kampftest abgeschlossen. Ihr habt alle Ziele vor dem feindlichen Team erledigt. Dein Team hat gewonnen. Cool. Ich wiederhole, ihr habt gewonnen. Tolle News. Du hast die Erlaubnis zum Überleben.
Das ist aber nett. Du bist ein idealer Proband für solch ein bedeutendes Experiment. Dein neuer Auftrag ist ein ewiges Kriegsspiel. Erkunde dein Potenzial in tödlichen Kämpfen gegen Minium-gesiedelten Dinosaurier und deine Exofighter-Kollegen. Bitte übermittelt mir die bestmöglichen Kampfdaten, um den bestmöglichen Exosuit zu entwickeln. Erledige deinen Teil. Überlebe das Kriegsspiel und erzeuge gute Kampfdaten. Tiefes Lernen lädt. Bedrohung steigt. Forschungsthema: Exofighter. Kriegsspiel leitet unendliche Wiederholung ein. Menschen. Ich glaube, das ist ein Bug. Kämpft und. Ach, jetzt haben wir wieder ein Video. Sieh dir die besten Exofighter dieses Kriegsspiels an. Wow. Ah, ich habe hier Sachen freigeschaltet. Yggdrasil S. Ah, den Skin. Geile Sache. Yggdrasil, passt doch. Majesty. Es ist, also das ist nervig, wisst ihr, diese englische Quatsche dazwischen immer. More data is required in order to escape from this island. Oh, ist installiert, okay. Auch für PS4? Story-Fortschritt. Oh, Story-Fortschritt gerade mal 1%. Ah, jetzt ist es da. Ach doch, die PS4 und PS5 Version. Sind ein Haufen coole Sachen mit bei, aber halt auch wieder. Obwohl, den habe ich ja installiert. Weil die Bienen habe ich ja, die drei habe ich ja schon so gemacht. Naja, okay. Da steht nur die PS4-Version. Naja, egal. Ich habe nicht ein Abzeichen. Hintergründe.
kosten auch alle Kohle. Da habe ich auch keinen einzigen. Überall ein Schloss vor. Achso, ich bin noch Level 1, da gibt's gar nichts. Erst ab Level 2. Okay. Boah, wie lange mussten du da spielen? Den will ich haben. Der sieht geil aus. Der sieht auch cool aus. Also selbst die Friedinger sehen geil aus. Schon bei 51 Minuten, ey. Scheiß, komm, wir machen noch eine Runde. PvE, PvP. Also muss man nicht gegen das Team, hier muss man gegen das Team kämpfen. Machen wir mal nicht gegen das Team kämpfen. Gotta get this bird back in the air. So. Ah, jetzt habe ich ihn dran. Okay, ich muss ihn zu Favoriten hinzufügen. Und gucken wir mal, was der Exosuit kann. Also das Spielprinzip gefällt mir, aber es ist halt blöd, dass halt die Videos halt in Englisch sind, alle anderen sind Deutsch. Also das hätte man ein bisschen konsequenter durchmachen können und auch die Videos in Deutsch machen können. Und Grafik, bis jetzt war es halt ziemlich schnell, da konnte ich mir jetzt nicht so darauf konzentrieren, da werde ich jetzt mal versuchen. Aber sah okay aus. Gut, doch, am Anfang, beim ersten Mal, wo wir das gemacht haben, mit dem, wo das Boot da war und so. Das ist ein Online-Spiel, da sind die Ladezeiten wieder ziemlich lang.
Man kann ja auch nur zusammengeschmissen werden, wenn auch Leute da sind, wenn keiner da ist. Weil sie draußen sind, baden sind, im Urlaub sind, was weiß ich, dann ist das ja auch nicht möglich. Willkommen in meiner persönlichen Testanlage. Ich benötige Exofighter für einen Live-Kampftest. Im letzten Kriegsspiel hast du ausgezeichnete Kampfdaten erzeugt. Zerschmettere weiterhin diese Effizienzergebnisse. Naja, ich glaube, da werde ich doch mal den Roboter wieder, den Exosuit ändern. Transfer abgeschlossen. Das Kriegsspiel beginnt in Kürze. Einen schönen Tag. Ihr nehmt jetzt an einem Dinosaurierkampf des Teil. Exofighter folgt dem Wächter. Dinosaurierjagdmission wird initiiert. Kampfbereich wird vorbereitet. Raptoren herbeigerufen. Raptoren herbeigerufen. Dinosaurierjagd abgeschlossen. Dein Team schließt Ziele langsamer als das gegnerische Team ab. Folge dem Wächter. Auf zur nächsten Mission. Dinosaurierjagdmission wird initiiert. Kampfbereich wird vorbereitet. Veteranodons herbeigerufen. Raptoren herbeigerufen. Ich kann währenddessen nicht einfach. Als das gegnerische Team ab. Folge dem Wächter. Auf zur nächsten Mission. Dinosaurierjagdmission wird initiiert. Kampfbereich wird vorbereitet. Veteranodons herbeigerufen. You're my backstop. Veteranodons herbeigerufen. Pteranodons herbeigerufen. Pachyspalosaurier herbeigerufen. Der ist jetzt nicht so meins. Langsamer als das gegnerische Team ab. Ja, also das ist jetzt nicht so mein Anzug, muss ich jetzt sagen. Bereichsverteidigungsmission wird initiiert. Kampfbereich wird vorbereitet. Du musst den angegebenen Bereich verteidigen.
Laufe zum Bereich in der Nähe der Markierung und verteidige ihn. Zu weit von der Kampfzone entfernt. Kehre um, sonst wirst du zur Rückkehr gezwungen. Bereichsverteidigungsfortschritt 25%. Raptoren herbeigerufen. Veteranodons herbeigerufen. I'm back. Bereichsverteidigungsfortschritt 50%. Subject immobilized. Raptoren herbeigerufen. Dieser meine. Murasames Klinge wird mit jeder erfolgreichen Defensivaktion stärker. Veteranodons herbeigerufen. Bereichsverteidigungsfortschritt 75%. Raptoren herbeigerufen. Bereich verteidigt. Dein Team schließt Ziele langsamer als das gegnerische Team ab. Folge dem Wächter. Auf zur nächsten Mission. Bereichsverteidigungsmission wird initiiert. Kampfbereich wird vorbereitet. Du musst den angegebenen Bereich verteidigen. Laufe zum Bereich in der Nähe der Markierung und verteidige ihn. Veteranodons herbeigerufen. Bereichsverteidigungsfortschritt 25%. Kapitalisaurier herbeigerufen. Raptoren herbeigerufen. Bereichsverteidigungsfortschritt 50%. Das gegnerische Team hat die letzte Mission erreicht. Handle schnell, um die Leistungslücke zu schließen. Kapitalisaurier herbeigerufen. Bereichsverteidigungsfortschritt 75%. Bereich verteidigt. Dein Team schließt Ziele langsamer als das gegnerische Team ab. Achtung, es folgt die letzte Mission. Bereitet euch auf eine interdimensionale Reise und den Kampf vor. Das Team, das alle zugewiesenen Ziele zuerst erreicht, gewinnt. Erledigt euren Teil und erzeugt brauchbare Kampfdaten. Erschaffen. Kontrolliere einen Dinosaurier und greife die Gegner direkt an. Kapitalisaurier herbeigerufen. Kapitalisaurier herbeigerufen. Okay, das.
Bridge taken. Eyes on me. Folge dem Wächter. Auf zur nächsten Mission. Phanotaurus wird beschworen. Pteranodons herbeigerufen. Wo geht etwas? Raptoren herbeigerufen. Oha. Ja, da war ich mit dem anderen wohl besser. Fools yet remain. Ach, Scheiße! Raptoren herbeigerufen. Kontrollierter Dinosaurier der Gegner im Anmarsch. Zerstörung hat oberste Priorität. Scheiße. Zwei von der Sorte. Genau. Komm, ich brauche nicht mehr viel. Das gegnerische Team hat seine Ziele zuerst erreicht. Behaltet die Zeit immer im Auge. Carnotaurus wird beschworen. Kampftest abgeschlossen. Du wurdest besiegt. Hochwertige Kampfdaten sind verpflichtend für Exofighter. Behaltet eure Ziele im Auge und maximiert euer Wachstumspotenzial. Aber auch schon mal schön zu sehen, was passiert, wenn man verliert. Victory is the best medicine. Sieh dir die besten Exofighter dieses Kriegsspiels an.
Your suit seems to have suffered great damage. Alrighty. I think we've got our first step to making sense of this cluster flip. Have a gander. This was shot from the carrier's nose camera as... Sandy, love, be a dear and open the file on the Bikatoa incident. Certainly. The year was 2040, at exactly 4:58 p.m. on August 16th. Cable of the Stratovator, which joined the IBS research compound to the station in geosynchronous orbit, experienced a catastrophic failure. The failure precipitated a partial collapse onto the island below. Chief Lorette. The paint. Dann nehmen wir den mal wieder. Drink, eat. Den. Despite my synthetic nature. It has been 3 years since Ace joined the Hammerheads. Ach, hier ist die Kiste. Kiste öffnen. Nix.
Ah ne, der Schwertyp war es, ja. Ich habe auch gerade echt Bock, noch mehr zu spielen, muss ich sagen. Ich bin ja schon bei über einer Stunde. Ach Mensch. Ich glaube, das können wir demnächst im Stream dann mal ein bisschen weitermachen. Ich weiß ja nicht, vielleicht hat der eine oder andere das von euch ja auch. Das ist im Prinzip jetzt, also jetzt wird immer gleich, wie Wellen kommen und machst die Wellen platt und dann kommt man großer mal nicht. Ich glaube schon, dass der Wiederspielwert da dann etwas gering ist. Aber vielleicht passiert ja da noch mehr. Im Prinzip, aber bis jetzt, ich habe es einmal mit PvE und immer ohne PvE gehabt. Und bis jetzt war es halt immer gleich Wellen von Sauriern. Dann kommt mal ein großer oder am Ende kommt ein großer. Und je nachdem, welchen Modus du hast, schickt dein gegnerische Team dir welche. Beziehungsweise musst du gegnerische Team platt machen. Und also immer nur als Saurier und immer richtig als Team. Je nachdem, welchen Modus du wählst. Also wir werden mal die Story weitermachen und dann mal gucken. Also so ganz sicher bin ich mir noch nicht, aber also, es ist schwer zu sagen. Es macht zwar jetzt Spaß, aber ich befürchte, dass der Wiederspielwert halt wirklich gering ist, wenn da jetzt nicht noch mehr passiert. Aber wir werden mal die Story noch durchmachen im Stream, denke ich mal, und dann mal gucken, ob da noch mehr kommt. Ich meine jetzt nicht irgendein Raid oder so, aber ein anderer Modus vielleicht noch oder irgendwie was. Mal gucken. Abwarten und Tee trinken. Ja, dann soll es jetzt für Angezockt jetzt erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder Stream wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.